Grüß dich, Lal, und herzlich willkommen zu einem neuen LS19 Mod-Vorstellungsvideo zu einem endlich Skript. Also mal kein platzierbarer Mod, sondern ein Skript, was definitiv gefehlt hat. Schade, dass das nicht im Standardspiel implementiert ist, aber schön, dass es Modder gibt, die sich daran setzen und das machen, nämlich vielleicht aus dem Titel auslesbar. Ein Vehicle Hardfruit Mod Skript. Irgendwie so. Hat allerdings Beta-Status. Aber bevor wir loslegen, kleine Information: Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, sei es weitere Mod-Vorstellungen sowie Multiplayer-Folgen. Gut, ich bin jetzt auch hier auf dem Server. Ich dachte, ich teste das so, weil laut Mod-Beschreibung ist der Mod Singleplay sowie Multiplay-fähig. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier so raus aus dem Menü. Kann man auch hier sehen, ja, das ist mein Hof am Server. Multiplayer-Fähigkeit kann ich mal vorweg sagen, ist gegeben. Ich kann euch jetzt auch keine Shop-Ansicht oder irgendwas zeigen, aber ich habe das ein bisschen vorbereitet mit zwei verschiedenen Fruchttypen, beziehungsweise mit zwei verschiedenen Ladearten, sage ich jetzt mal, um wirklich auch zu testen, dass dieses Skript funktioniert. Wir steigen jetzt hier ein in meinen Fan und direkt unten rechts, ich versuche das jetzt ein bisschen zu zoomen und euch das zu zeigen, wird jetzt nicht nur das Weizensymbol angezeigt, sondern auch der Name dazu, sowie der Füllstand in Prozent und wie viel ich wirklich geladen habe. Also oberhalb der Leiste mein Maximalfüllstand, unterhalb, weil der Hänger voll ist, wie viel ich aktuell drin habe und dass das 100% sind. Das Einzige, was jetzt vielleicht ein bisschen raussticht und sich vielleicht irgendwie ein bisschen schlecht integriert, ist auf alle Fälle, dass das Gelb hinterlegt ist. Noch in so einem dezenten Weiß, damit das wirklich eine schöne Einheit bildet, wäre auf alle Fälle super. Falls der Modder das sieht oder jemand den Modder kennt, würde ich das gerne an ihn herantragen, so. Beziehungsweise, dass man vielleicht die Frucht, ja, das ist auch blöd, den Titel der Frucht, den Namen der Fruchtart vielleicht auch sogar irgendwie noch ein bisschen weiter ranrückt an die Leiste oder irgendwie noch ein bisschen dezenter darunter fasst. Das wäre noch ganz schön, damit wirklich, ich mag das, dass das hat mittlerweile sehr, sehr clean ist, aber da wäre es natürlich jetzt unnötig, wenn man sagt, der Standard hat ist clean und dann mit Mods ballert man sich das zu. So, jetzt zeige ich das noch kurz bei den Quaderballen, das funktioniert hier auch, ist jetzt selber unten rechts wieder. Quaderballen wird angezeigt, also nicht nur das Symbol, sondern auch der Name und da sieht man es jetzt auch 44%, weil ich 7 von 16 Ballen geladen habe. Nicht nur der Maximal, was ich laden kann, wird angesetzt, sondern eben auch, was ich aktuell drin habe. Das war es eigentlich schon wieder mit dem Mod. Relativ simpel, relativ schnell erklärt, aber absolut sinnvoll, weil ich muss ehrlich sagen, mit den neuen Symbolen bin ich noch nicht so gut vertraut. Die verwechsel ich gerne mal und da macht dieser Mod Sinn und Spaß. Kurzer Check noch in die Log. Fehlerfrei, da steht zwar Error, wer jetzt schnell geguckt hat, das hat aber nichts mit dem Mod zu tun. Ist Waterfall Particle System, dürfte vom Originalspiel kommen. Ich verwende ja einen Beta-Batch, vielleicht auch ausgelöst durch den, ich weiß es nicht genau, aber auf alle Fälle der Mod selber ist fehlerfrei. Mod findet ihr unten in der Videobeschreibung, also Original-Download-Link. Klickt da drauf, gebt einen Daumen nach oben bei Mod und natürlich, wenn es euch gefallen hat, auch bei mir beim Video einen Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Ich verabschiede mich wieder an der Stelle. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bye bye.